Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shelly und ihr seht heute ein ganz besonderes Video von mir. Und zwar ist dieses Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, nicht erst irgendwie in der letzten Woche oder so gefilmt worden, sondern bereits vor über einem halben Jahr. Es ist nämlich das allererste Let's Play, was ich gefilmt habe. Es ist ein Start einer Legacy Challenge, worauf ich eigentlich richtig Lust hätte. Allerdings ist die Qualität nicht so besonders. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe das Video jetzt so weit wie möglich zusammengeschustert, weil ich es schade fände, das jetzt neu zu filmen, weil dann einfach meine Reaktion nicht mehr so echt wäre. Es ist das erste Mal, dass ich eine Legacy-Challenge starte und ist praktisch noch so dieses erste Mal, ah, wie funktioniert das? Ah, wie komme ich an Geld ran? Ah, das funktioniert nicht. Ah, wie machen wir das? Und das finde ich jetzt irgendwie schade, wenn ich das jetzt neu anfange, weiß ich ja schon, wie es funktioniert und würde halt gar nicht mehr so diesen Effekt haben, das neu zu entdecken. Und ich möchte euch auch daran teilhaben. Von daher hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefällt und direkt ab der zweiten Folge wird die gewohnte Qualität wieder vorhanden sein. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und dann starten wir mal. Also, das ist mein Anfangssim, Alexandra Golden Ghost. Und hier wohnen wir auf einer riesigen Freifläche, wo noch nichts ist. Und ich habe mir überlegt, ich fange mit dem extremen Start an. Das heißt, dass wir komplett ohne Geld starten und komplett alles aufbauen müssen. So, dementsprechend erstmal einen Job suchen. Ich habe mir überlegt, aus ihr irgendwie in die Jura-Richtung zu gehen, weil man da, glaube ich, ganz gut und relativ schnell Geld verdienen kann. Also schauen wir mal. Recht. Sonntag, also nächstes Mal arbeiten, Arbeitsaufgabe, kriegst Dokumente archivieren. Ach du Scheiße. Da geht's jetzt schon los, dass wir gar kein... Ja, na klar, aber... dass wir gar keinen Computer haben, um das zu machen. Dann reisen wir mal zur Bibliothek. Na, dann mal los. Wie geht's hier eigentlich? Wenn wir das gemacht haben, also sie muss halt irgendwie möglichst schnell an Geld rankommen. Ich denke mal, wenn das läuft, gucke ich mal, ob ich irgendwo in der Stadt irgendwas finde zum häuslich ist sie auch. Die Familienbande häuslicher Sims werden schneller, fester. Alles klar. Very big family. Haben wir gerade Geld bekommen? Wofür haben wir denn Geld bekommen? Ach so, weil das fertig ist. Das ist ja ein Ding. Irgendwo was ernten oder so wäre eigentlich nice. So, was haben wir hier? Spaß ist schlecht. Gibt's hier nicht noch irgendwo so ein Schachbrett? Dann könnten wir gleich Logik üben oder so. Nee. Na gut, dann nicht. Dann würde ich sagen, fahren wir mal wieder woanders hin. Oh Mann, ey. Ich glaube, das wird schwerer als gedacht. Jetzt sind wir irgendwo eine Bar. Eine Lounge, schauen wir doch mal. Jetzt sind wir in der Lounge, jetzt schauen wir doch mal. Mit Pool. Damn, hier war ich ja noch nie. Wie nice. Oh mein Gott, die können hier sogar Klavier spielen. Damn. Und wer schwimmt da? So, das ist Eva. Und wer bist du? Herr Jemine. Sind hier sonst noch Leute? Bisher nicht. Naja, dann können wir einfach erstmal anfangen, vielleicht ein bisschen Klavier spielen. Üben. Das müsste ja eigentlich Spaß machen. Dann übt sie gleich ein Instrument. Dass man gleich anfängt, ein paar Fähigkeiten mal hochzuleveln, weil das gibt ja auch wieder Punkte, wenn Fähigkeiten maximiert worden sind. Deswegen will ich auch eigentlich möglichst schnell einen Mann dazu einziehen lassen. Einmal, dass die beide zusammen Geld verdienen können und auch, dass man einen mehr hat, der Fähigkeiten hochleveln kann. Aber es macht Spaß, wunderbar. Nee, sie kriegt direkt Geld dafür? Wie genial! Die drei Töne. Ja, das machen wir jetzt den ganzen Tag. Nice. Kann jetzt bei anderen Sims mit Klavier. Außerdem kann sie am Computer über Klavier recherchieren und eine Stereoanlage klassische Musik genießen. Ja gut, wenn wir einen Computer und eine Stereoanlage hätten, dann wäre das natürlich ein Vorteil. Ist das noch ein... Nee, der ist jünger, aber der sah merkwürdig aus, glaube ich. Uiuiui. Ach, das ist der aus Strangerville. Der in seinem Flugzeug lebt, da muss ich auch mal spielen irgendwann. Das ist eigentlich voll nice. Und wie sieht er denn aus? Was sind das für Socken? Eieiei, das aber sieht aber grummelig aus, meine Güte. Vielleicht quatschen wir einfach trotzdem mal den
Joker? Hier an, damit wir irgendwen kennenlernen. So freundlich vorstellen. Oder ist das jetzt schon ein Regelverstoß? Nee, ich darf nicht anderen Grundstücke. Ah, so. Nee, ich darf nicht umziehen. Nein. Wer ist sie denn? Nancy lernt noch Comedy-Fähigkeit auch noch. Na Mensch. Angeln wäre eigentlich auch mal eine Idee, ne? Aber sie hat langsam ein bisschen Hunger. Reicht das bei ihm? Mit Wasser? Den Durst? Wenn das jetzt den Hunger besser macht. Trink dein Wasser los. Komm schon, trink dein Wasser. Nein, bringt gar nichts. Trauer. Okay, dann müssen wir uns irgendwie noch einen Ort suchen, wo wir jetzt was zu essen herbekommen. Kann man hier nichts machen? Oh, ich dachte so ein Stockbrot oder so. Ist denn hier? Oh, eine Küche. Wie krass. Na, pff. Oder kostet das jetzt was? Abendessen. Ja. Na gut. Abendessen, macht ihr mal einen Gartensalat. Wohnen wir jetzt übergangsweise hier. So, und dann ist das auch irgendwie spät, dann kann es eigentlich schon wieder schlafen gehen. Gibt es hier auch ein Bett? Irgendwie sieht das hier sehr, sehr häuslich aus. Nee, nur Toiletten ohne Ende. Na gut, dann wird's wohl eher eine Bank heute Nacht. Eigentlich sieht unser Outfit viel zu schick aus, dafür, dass wir obdachlos sind. Mache ich das falsch? Bin ich zu langsam jetzt mit dem Geld verdienen? Aber eigentlich müsste es ja so gehen, oder? Man hat schon Leute kennengelernt. Man, sag mal, rennt er uns immer hinterher jetzt? Mit den wilden Haaren. So, wer rennt hier noch so rum? So, hier sind ja voll viele Leute. Silverweather. Irgendwie kommt mir der bekannt vor. Wer bist du? Bruno Sommer. Wer ist das? Der sieht ja auch aus. Okay, das war klar, dass das ein Landgrab ist. Da wundert mich gar nicht. Der sieht auch so richtig so aus. Aber irgendwie nach wie vor nicht so hübsche Männer. Na gut. Gut, jetzt hat sie gleich erstmal schon mal keinen Hunger mehr. Wie viel muss sie zur Arbeit? Um 8. Oh. Okay, na wenn wir nur mit Mittagsschläfchen jetzt auch da. Ich glaube hier. Oder ist es zu laut hier zum Schlafen? Nickerchen machen. Geht das mit Schlafen? Ja, sie kann hier schlafen. Wunderbar. Direkt nach dem Mittagsschläfchen. Nickerchen. Oh Mann, ey, bin ich immer gespannt, aber ich glaube, die wird dann mega müde sein. Also so ein Bett wäre wahrscheinlich das allererste. Kleines, viereckiges Häuschen mit nur mit einem Bett drin. Und einer Toilette oder so wäre wahrscheinlich das am cleversten, das zuerst zu holen. Einfach um richtig schlafen zu können. Es ist sogar energiegeladen. Meine Güte. So, dann können wir ja mal eine von diesen ganzen Toiletten hier umbenutzen. Also das sind irgendwie Männer und Frauen. Gibt es sowas bei Sims 4 eigentlich? Ich kenne das nur von Sims 2, dass es dann manchmal so Türen gab, durch die man gar nicht durchkam. Na, schauen wir mal. So, da ist Und dann gehen wir wieder runter und machen noch ein Mittagsschläfchen. Haben wir eigentlich die erste Nacht ganz gut überlebt. Noch 2 Stunden bis zur Arbeit. Stopp. Und zwar, wir gehen zur Arbeit hin. Was ist hier? Eingepfercht wegen... Ach so, weil sie jetzt so lange nicht draußen war. Krass. Ja, vielleicht kann sie ja noch was Kleines hier essen. Gibt es hier irgendwas Kostenloses auch in dem Ding? Schnelle Mahlzeit. Oh, die sind alle kostenlos. Wie krass. Na, darauf hätte ich ja mal früher kommen können. Oh, und ich mache mir so einen wunderbaren Salat gestern Abend. So, zum Frühstück gibt es jetzt erstmal Joghurt. Was schläft denn hier? Oh, Kätzchen. Oh, Baby. Schnell, iss. Du musst in 4 Minuten da sein. Ja, komm. Und los, komm, geh direkt zur Arbeit. Meine Güte, geht die begeistert zur Arbeit. Oh Gott, wie weit muss sie denn jetzt eigentlich laufen, bis sie da ist? Sie muss jetzt aber nicht erst nach Hause, oder? Alter! Einfach mal 48.
So, dann bewässern wir hier mal. Oh Mann, hat jetzt die ganze Zeit nicht aufgenommen. Wir sind auf jeden Fall auch befördert worden zur Registratorin. So. Oh Gott, ist die fertig, ey. Ja, der erste Arbeitstag ist nicht leicht, ne? Oh Gott, und ihr geht so schlecht.
Oh Gott, das kann ja was werden. Komm, nochmal Hände waschen. Dann müsste Hygiene eigentlich gut sein. So, und dann können wir gleich unseren Spaß und alles andere verbessern, indem wir ein bisschen Klavier spielen. Sie hätte sich auch mal ihre besseren Klamotten anziehen können, warum? So, jetzt verbessert sich Spaß. Wir verdienen hoffentlich ein bisschen Geld. Und sie verbessert ihre Klavierfähigkeiten. So, haben wir da dann schon? Zwei haben wir schon. Guck mal, da rollt die Kohle rein. So, oha. Danke, danke, danke. Sehr nett von euch, sehr nett. Wer ist das? Wieder Tim Winter. Ich glaube, der war nicht so meiner. Das war der mit den kleinen Augen. Na Mensch, das läuft doch hier. Nice. Müssen wir nur noch gleich wieder in die Bar, wo wir was zu essen holen können. Und dann wieder nach Hause zum Schlafen. Wunderbar. Los, gib mir noch mehr Geld. Nicht nur zuhören. Rück die Kohle raus. Da gibt's Money. Komm schon, ich weiß doch. Yes. Ja, gib mir die Kohle. Leute, los. Ich hab's verdient. Sie macht das so gut. Okay, sie hat aufgehört. Dann jetzt. Dann reisen wir weiter. Wir sind so eine Gauner. So, schnelle Mahlzeit. Was essen wir denn heute? Heute essen wir zum Abendbrot. Ich glaube einfach wieder ein Schinken-Käse-Sandwich. Das ist, glaube ich, das, was am ehesten an ein richtiges Abendbrot rankommt. Oh Mann. So, und mach hin, Mausi. Weil du bist auch sehr müde. Oh Gott, wie lange hält sie denn jetzt noch aus? Oh nein! Oh nein! Okay. Okay, jetzt ist wenigstens noch. Und dann fällt sie jetzt in Ohnmacht. Oh nein, oh nein. Eigentlich gibt es dafür keine Minuspunkte. Ach, Herr Jemini. Juti, dann gehen wir nach Hause. Man entschleppt sie sich aber nach Hause. Du hast auch einen harten Tag gehabt. Muss man ja mal sagen. Arbeit. Männer kennengelernt. Um 5 Uhr aufgestanden. Ach Gottchen, stimmt. Die hat ja bestimmt wieder Aufgaben bekommen. Ach, sie hat schon wieder geriet. Oh nein. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder um 5 aufstehen, damit wir das machen können. Ein Teufelskreis. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt befördert werden kann, solange wie sie nicht die Punkte hat, ne? Also selbst wenn sie gut ist auf Arbeit, ich glaube, sie wird da nicht befördert. So, jetzt geht's weiter. Also, erstmal schlafen. So, und wieder aufgewacht. Wunderbar. Gibt es eigentlich was zu ernten vielleicht? Nee. Aber war hier nicht irgendwo irgendein Erdbeerstrauch oder ein Apfelbaum? Irgendwie sowas? So, jetzt, ich würde sagen, wie lange kann sie denn jetzt noch ohne essen? 24 Stunden? Dauer, Zeit. Ich würde sagen, so, erstmal ziehst du dir was Ordentliches an. Outfit ändern. Huch. Hab ich jetzt schon was angeklickt? Nee, komm, machen wir mal nur. Oh, Steve! Travoy! So, das hier soll sie anziehen. Und dann, ja, hast du recht, wir gehen auf Toilette in der Bibliothek. Also wieder zurück in der Bibliothek. Ich hoffe, es gibt hier eine Toilette. Ja, wunderbar. Dann ist das erstmal Schritt 1 auf zur Toilette. Gibt's ja, Gott, die Toilette brennt. Was ist denn das? Das habe ich letztens schon mal gesehen, aber warum brennt die? So, wann muss sie zur Arbeit? Um 8. Gut, ich hoffe, sie schafft es in der Zeit, die Gerichtsdokumente ordentlich zu archivieren. Oder sollte ich irgendwie mal so ein paar Tage Urlaub nehmen, ein bisschen angeln? Das ist ja bezahlter Urlaub. Denn später dann nehme ich den Urlaub wahrscheinlich eh nicht mehr. Hey Bro, schön dich zu sehen. Freunden wir uns an, das freut mich sehr. Am Wochenende bringe ich euch zusammen, dass ich jetzt schon komme. So, jetzt Gerichtsdokumente archiviert. Wunderbar. Und sie geht direkt zur Arbeit. Sehr gut. Und ich glaube, wir sollten auch erst jemand anders hier einziehen lassen. Ja, erst jemand anders einziehen lassen, sobald das irgendwie alles ein bisschen sicherer ist. So, da, ich glaube, sie wird halt nichts machen können jetzt so. Wir machen jetzt Folgendes. Sie macht jetzt erstmal ein Nickerchen. Muss ich zum Morgen schon wieder Gerichtsdokumente archivieren, ja. Gott, nee, okay, wir scheißen jetzt erstmal mit. Oh, wie nett. Aber Kevin, ich glaube, wir haben uns schon für einen anderen entschieden. Tut mir leid. Das war's jetzt schon? Na gut. Und dann gehen wir jetzt wieder altbewährt. Oh Gott, ich glaube, das ist
so langweilig zum Angucken. Aber gut. Ist jetzt halt am Anfang so. So, was macht jetzt erstmal Sinn? Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Toilette. Und dann müsste sie sich ja auch gleich die Hände waschen. Können wir eigentlich direkt dreimal Hände waschen danach, ne? Von wegen Corona und so. Ich habe gehört, dreimal Happy Birthday singen. Oh ne, jetzt macht sie das zuerst. Nee, Mausi, du solltest erstmal zur Toilette. Aber macht sie jetzt gar nichts mehr. Oh, Mausi, komm. Wie, jetzt kommst du da nicht lang? Verstehe. Ist das jetzt so eine Männertoilette gewesen, vielleicht? Haben wir das mal die hier genommen? Ja, jetzt geht's. Okay. Okay, anscheinend. Mal, steht da was an den Türen? Ja, ich glaube schon. Ha! Wusste ich doch, das gibt's. Lass mal, jetzt dreh dich doch mal. Ha, ja, ist wirklich so. Ist eine Männertoilette. Nein, und. So, also erstmal Toilette, das läuft wieder so. Dann geht ihr mal. Mal die Hände waschen. Oh Mann, das ist so frustrierend, dass sie auf gar keinen Fall befördert werden kann. Also ich glaube irgendwie, das war eine blöde Idee mit meinem... Was stehen sich die Hände? Das war irgendwie eine blöde Idee mit dem Job, glaube ich. Aber jetzt sind wir da drin, jetzt ziehen wir durch. Jetzt wird hier nichts irgendwie verändert. Spielen wieder ein bisschen Klavier. Weil das macht dir doch immer so viel Spaß. Und vielleicht verdienen wir noch mal ein bisschen was. Und je besser sie wird, desto mehr verdient sie auch damit. Das ist schon mal also keine ganz schlechte Art, Geld zu verdienen. Ja, das ist schon anstrengend. Mir tut sie auch richtig leid irgendwie, dass sie die ganze Zeit so schlecht drauf ist. Manu. Ja, aber ich glaube, das ist besser. Wenn ich jetzt mit zwei Personen wäre, ich glaube, dann kann man ja nicht die ganze Zeit... Immer hin und her reisen für den und hin und her reisen für den und... Ach nee, ich glaube, das nervt dann irgendwie nur. Und dann muss der die Fähigkeiten machen und der die... So, jetzt sind wir in der Bibliothek von Brightchester und ich glaube, hier müsste es nämlich diese Geräte... Genau, da kann man das nämlich lernen, glaube ich. Recherchieren... Nee, forschen und debattieren... Oh nee. Wie, jetzt geht das an den Dingern auch nicht? Hä, ich muss das doch irgendwo lernen können. Vielleicht probiere ich mal dieses Methoden der Forschung. Vielleicht ist das das im Prinzip dann. Ja, ich glaube, das ist das dann. Ansonsten könnte ich auch debattieren. Das kann ich ja an einem Spiegel, glaube ich. Aber muss ich gar nicht so ein Drama draus machen. Na gut, aber erstmal... Erstmal jetzt Hände waschen, weil du stinkst. Und nochmal Hände waschen. Und nochmal Hände waschen. Keine Sorge, morgen nach der Arbeit. Kannst du dir eine Dusche leisten und dann müssen wir das nicht mehr hier machen. So, jetzt suchen wir uns erstmal einen Computer. Macht Schachspielen Spaß? Bin mir nicht so sicher. Spielen mit. Ist hier. Oh, ist hier der Boy? Nee, war er ist nicht hier. Willi Schneider, wie lustig. Oh, komm, wir spielen mit dem. Hoffentlich macht das Spaß. Alexandra hat die Logikfähigkeit. Ja, macht Spaß. Sie kriegt Logikfähigkeit und lernt Leute kennen. Wenn ich das nicht mal Multitasking nenne, ja. So. Ja, und dann versuche ich übers Wochenende jetzt Klavier zu spielen und damit Geld zu verdienen. Hätten wir auch jetzt machen sollen. Ne? Ach, na gut. Nur lernen wir den Typen kennen. Also Klavier spielen und damit Geld zu verdienen, die zwei Punkte forschen und debattieren zu bekommen und eigentlich sie auch zu verkuppeln. Ich finde den jetzt fast noch hübscher, aber ist das ein Student? Also ist der Teenager oder ist der auch junger Erwachsener? Mann, die läuft der auch so merkwürdig? Och Leute, gibt es hier nicht auch irgendeinen, der einen normalen Gang hat? So, ich sag,
auch jedes Mal so, wenn wir irgendwo ankommen. Dabei kommen wir hier alle 4 Minuten irgendwo neu an. Boah, ich mach 3 Kreuze, wenn wir wenigstens... Könnte sie hier dran auch schon debattieren üben? Nee. Ich mach 3 Kreuze, wenn wir wenigstens so halbwegs von zu Hause so die Bedürfnisse erledigen können. So, so, na dann mal los. Machen wir mal ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Spaß verbessern. Das ist doch wieder der Landgrab, oder? Ja. Oh, was für eine süße Omi. Eleanor Holunder. Die sieht ja sehr niedlich aus. Richtig Omi-like. Wer ist das? Ute Jakob. Ute ist auch so ein Name, ja. So. Okay, noch geben sie dir alle Geld, wie verrückt, ne? Da wollen wir eigentlich jetzt nicht stören. Komm, wenn die gleich aufhören, dir Geld zu geben, dann würde ich sagen, komm, jetzt geht sie auch schon schlecht. Komm, wir gehen nach Hause. Oh nein, sie war... Ja, doch, haben wir noch gekriegt. Sehr gut. So, komm, gehen wir nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Dann wird geschlafen, morgen zur Arbeit. Und nach der Arbeit müssten wir uns eigentlich ein Bad bauen können. Halbwegs jedenfalls. So, ich habe mir auch überlegt, ich will diese Vererbungsreihe sozusagen, also sie ist ja jetzt der erste Erb, oder wie man das ausspricht, sie ist der erste. Und der nächstfolgende soll dann immer im Geschlecht wechseln sozusagen. Also das nächste soll ein Junge sein. Also der, ich glaube, erstgeborene Junge, habe ich mir überlegt, mache ich dann. Und dann, wenn der denn erwachsen ist und Kinder bekommt, dann das erstgeborene Mädchen von ihm. Aber da müssen wir natürlich auch irgendwie hinkommen. Kann sie sich dann jetzt vielleicht schon mal eine Toilette leisten? Wenigstens? Toiletten sind, glaube ich, teuer, wa? Nee, ich hatte nur Babydinger. Ich dachte schon. Oh nein! Um 2? Ah, vielleicht kann sie hier was ernten. Bitte. Nein. Fühlt sich zu unwohl. Ansonsten könnten wir... Ach, wie... Oh, Mann. Oh, was für ein Ärger. Liegt hier durch Zufall irgendwas rum? Oh, wie süß. Guck mal, das ist der Apfelbaum. Kann man da schon was ernten? Auch nicht. Wahrscheinlich ja, aber... We ain't not happy. Okay, dann müssen wir jetzt für heute sozusagen erstmal nochmal woanders hin. Outfit ändern. Oh, Travoy Plus. Wann hat sie nicht überhaupt das letzte Mal ausgegessen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. So, jetzt zieh dir erstmal was anderes an. Dann reisen wir nochmal in diese Bar. Und in dieser Bar können wir nämlich auf Toilette, können wir uns die Hände waschen und was essen. So, jetzt dahin. Morgens um 6.30 Uhr in der Bar. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die hier neu kommen. Alle anderen sind noch da. So. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an, auf die Toilette zu gehen. Na komm, Mausi, komm. Da ist er. Ja, natürlich gehen wir zur Arbeit. Nur diese brennenden Toiletten, das soll mir mal einer erklären. Aber das ist einfach so ein Bug wieder, den EA irgendwie... So faul war, den da rauszumachen. Was denn jetzt? Nee. Nee, komm, Hände waschen. Oh, ein Glück. Meine Hände sind nicht gleich wieder die Treppe runtergegangen. Einmal Hände waschen. Nochmal Hände waschen. Warum wird das nicht so sauber? Komm, nochmal Hände waschen. Eigentlich müssten sie sich dann gleich auch auf der Arbeit was zu essen holen können. Jetzt müssten wir aber Geld haben für eine Toilette und am besten und. So, Toilette. Toilette, 250, sehr gut. Aber eine Dusche geht jetzt wieder nicht. Trauer. Mann. Oder wollen wir lieber eine Dusche? Ich glaube, wir wollen lieber eine Dusche. Toiletten gibt es eigentlich überall. Okay, also wir haben jetzt eine Dusche. Fortschritt! So. Dampfende Dusche macht es mir. Dampfende Dusche können sich kokett fühlen. Energie verleihen. Nachdenklich duschen. Inspiration anzukurbeln. Vielleicht machen wir doch erstmal ein Mittagsschläfchen und dann können wir gleich mal gucken. Mit Inspiration. Was wir denn machen? Ich weiß noch nicht.
Nee, komm mal nicht vorbei, wir haben jetzt zu tun. So, sie duscht, das ist sehr gut. Ihre erste Dusche in ihrem Leben, ne? Sehr krass. So, und dann würde ich sagen, gehen wir heute Klavier spielen, um Geld zu verdienen. Weil Spaß ist eh niedrig. Geld verdienen muss sein. Und dann gucken wir mal, dass wir morgen dann die Fähigkeiten hochholen. Und Sonntag suchen wir uns den Mann. Ist das eine Idee? Das ist eine Idee. Gut. 160. So, warte mal, war hier nicht noch irgendwas, was sie ernten und verkaufen konnte? Vielleicht können wir uns dann auch direkt eine Toilette holen. Den Apfelbaum. Alles ernten. Sehr gut. Den müssen wir noch entwickeln können. So, was, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, das wäre geil, wenn wir jetzt genug hätten, um eine Toilette zu kaufen. Weil das würde einiges leichter machen. Wie viele Äpfel haben wir? 10 Äpfel. Nee, das reicht nicht für eine Toilette. Trauer. Dann behalten wir die Äpfel. Dann können wir die lieber später essen. Das ist ganz gut. Dann müssen wir nicht dafür mal durch die halbe Weltgeschichte. So. Dann reisen. Wir sind wieder zu Hause und ich würde sagen, zuallererst gucke ich jetzt, ob wir uns die Toilette leisten können. Ich glaube, es war 250, oder? Was die gekostet hat. Bitte. Ja, wir können uns eine Toilette leisten. Aha. Sehr gut. Ich würde ja sagen, wir haben jetzt ein Badezimmer, aber eigentlich ist das auch noch nicht alles, was in ein Badezimmer gehört und wir haben nicht mal ein Dach. Aber gut. Auf jeden Fall geht's voran. Seien wir mal ehrlich so. Das nächste Spannende war darauf, dass man das ein bisschen hier alles vergrößern kann. Erstmal ausschlafen war. Und dann wäre es eigentlich auch mal geil, ihr irgendwann ein neues Bett zu holen, was irgendwie ein bisschen erstmal mehr für Erwachsene ist. und dann auch bequemer ist und alles. Aber erstmal reicht's noch. So. Also erstmal Alltagsoutfits anziehen. Nimm. So. Ja, wir haben ja extra ein paar Äpfel hier. Apfel essen. Ich würde sagen, oha, hier geht es jetzt richtig gut. Ja, ich wäre auch glücklich, wenn ich endlich eine Toilette hätte. Wa? So, jetzt reisen wir wieder zu dieser Bibliothek und machen erstmal, dass wir auf Arbeit ein bisschen vorankommen. So, da sind wir. Dann, oh geil, die Dinger sind auch frei. Das ist sehr gut. Dann setz dich mal hier ran und lerne irgendwas mit Forschung. Methoden der Forschung. Los geht's. So, wir brauchen 2 davon. Nummer 1 haben wir. Forschen, debattieren, Fähigkeit erwerben. Die neuen Fähigkeiten auf dem Gebiet Forschen, debattieren ermöglichen es Alexandra von Fakten und Zahlen untermauerte überzeugende Standpunkte zu entwickeln. Verwende die elektromagnetische Forschungsarchivmaschine oder einen Spiegel, um Fähigkeiten aufzubauen. Oh Mann, ey, wenn ich... Daran habe ich nicht gedacht. Ich könnte mir einfach einen Spiegel holen, ja. Na gut. Nur sind wir hier. Hat ja jetzt geklappt. Besser spät als nie. Soll ja auch eine Challenge sein hier, dieses Legacy-Ding. Das sind Studenten hier. So, kann Bücher jetzt schneller lesen. Außerdem kann sie mit anderen zum Podium über ein Thema diskutieren. Oh, jetzt wird sie Montag befördert. Das ist sehr nice. Sollen wir gleich ein bisschen noch mehr machen? Eigentlich ja. Dann muss sie nicht stündig wieder hierher. Aber vorher erstmal auf Toilette. Toilette verwenden. Und dann wäre es eigentlich cool, mal an einen Computer zu kommen. Sind hier noch mehr? Hier müssen eigentlich noch mehr Computer sein. Um dann erstmal die Gerichtsdokumente wieder zu sortieren oder archivieren oder was da immer gewollt ist. Oh Leute, ihr blockiert jetzt die Dinger hier. Und dann haben wir alle Aufgaben endlich mal erledigt. Wie nice. Ich glaube, ich mache gleich noch ein bisschen mehr forschen und debattieren, damit wir gleich... Oh, wir haben genau 1 im Leon, ey. Das ist auch so eine Nummer. Geh da weg. Ja, sehr gut, danke. So, Methoden der Forschung. Da.
So, versuch mal wenigstens noch vielleicht noch einen Punkt, bevor der Spaß zu schlecht wird. Dann kann sie vielleicht, muss sie vielleicht nach der nächsten Beförderung nicht direkt wieder eine Fähigkeit machen und hierher kommen. Dann haben wir aber heute wirklich genau den ganzen Tag, ey. Wie gut ausgeschlafen ist sie einfach noch. Krass. Kann auch richtig lange wach bleiben heute. Samstagnacht, wa? Heute wird gefeiert. Gehen wir gleich nochmal Klavier spielen, denke ich mir. Wenn du den Punkt hast. Wie sieht's überhaupt so aus mit deinen Fähigkeiten? Bisschen Charisma, Comedy, Forschen und Debattieren. Gartenarbeit, Klavier, sie hat schon einiges, so ein bisschen, ne? So, jetzt hat sie aber keinen Bock mehr. Na gut, dann gehen wir jetzt, ne, erstmal nochmal ein paar Äpfel. Und dann reisen wir jetzt nochmal in die Lounge und verdienen nochmal ein bisschen Geld durchs Klavierspielen. Das ist sehr gut. So, sind wir wieder hier und mal direkt, oder brauchen wir irgendwas? So, direkt Konzert geben. Mal gucken, was Konzert geben macht. Ob wir da mehr Geld für kriegen, wäre ja sehr geil. Nee, geht nicht mehr. 8 haben wir gerade eben auch schon bekommen. Na gut, aber immerhin ein bisschen Geld wieder. Was ist das hier? Coole Tastenakkorde wegen Klaviermusik. Ich würde mich ja gerne mal auf diese 1,8 hocharbeiten. Die man bei dem, wenn man nicht einen Extremstart gemacht hätte, dann noch hätte. Hätte. Und dann ein bisschen das Haus bauen. So, erstmal so ein Grundlagen hat vielleicht. Mal gucken. Aber ehe wir da sind, dauert es auch noch. Okay, es reicht so langsam. Wir haben 3.30 Uhr. Geh nach Hause. Irgendwie habe ich das für eine ganz clevere Idee gehalten. Wenn ich nicht über diese Gärtnerfähigkeit jetzt den Anfang mache, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das war nicht die beste Idee. Aber nur sind wir so. Ein bisschen Gärtnern. Vom Schlafen gehen wir. Ein bisschen Money verdienen. Vor allem verdient sie eigentlich mega gut damit jedes Mal. Aber eigentlich, wenn sie erstmal im Job ein bisschen höher ist, müsste sie damit auch übertrieben gut verdienen. Aber Eva, da sind wir. Na, dann leben wir halt erstmal im Existenzminimum. Wir haben ja 10 Generationen Zeit, um ein geiles Haus zu bauen. 10 fucking Generationen, ja. So. Sonntag um 11 ausgeschlafen wie eh und je. Erstmal. Oh, genau, wir wollen ja. Und danach kokett fühlen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und dann vorher einfach nochmal hier Äpfel ernten. Dann haben wir wieder ein bisschen was zu essen. Endlich Hunger ist gut, sehr schön. Und jetzt ist nur noch Hygiene schlecht. Und da können wir jetzt unsere super Dusche benutzen, wenn ich unser Haus wieder finde. Da. So. Und ich glaube, dampfende Dusche, um sich kokett zu fühlen. Sehr gut. Und dann laden wir den Typen an. Ich verstehe immer nicht, warum die Decke so hoch ist. Kann nicht normal sein. Ich glaube, da ist irgendwas falsch, aber gut. Markus Mertens, da ist er. Da ist er, ja. So. So, Freund Nase, na, dann lernen wir uns doch mal kennen. Also. The Samba. Oh, Lempima. Klopft an unser. Badezimmer klopfen. Oh, yes. Ist keiner drauf. Can Kuba Koiba? Go, Larka. Oh, yes. Kann er nicht werden. Und nach Karriere fragen. Yes, Larka. Oh, er ist arbeitslos. Na, das kann er nicht werden. Chaot.
und arbeitslos. Ach, Jemine. Naja. So richtig krass sind wir noch nicht. Wie stehen die so merkwürdig weit auseinander, oder? Bruhana Fabisi. Chillum. Können wir gleich mal noch ein bisschen flirten. Muma Zarba. Gribo for Bang. Ich dachte gerade schon, sie hat ihn direkt gefragt, ob er einziehen will. Und ich habe es nicht gemerkt, dass ich das angeklickt habe. Erfahren, dass Markus Single ist. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nur schade, dass er keinen Job hat. Oh, wie süß. Danke. Es läuft eigentlich voll gut bei dir, ne? Gucken, ein bisschen Händchen halten. Komm, Bewunderung für was? Für seine Arbeitslosigkeit? Irgendwie ist er mir nicht so sympathisch, aber wir machen das jetzt fertig hier. Der ist es jetzt. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Außerdem brauchen wir noch jemanden, der mit Geld verdient. Also noch nicht. Aber wenn wir so viel Geld haben, dass ich so ein kleines Häuschen bauen kann, dann lasse ich ihn mit einziehen. Kann er nicht mal noch mehr? Warum sprüht er eigentlich sowas über ihm? Ich muss los. Na gut, dann tschüss. Oh, hat sie noch mal am Arm. Wie süß. Geht er denn jetzt an? Hä? Bleibt jetzt doch hier. Der legt sich jetzt nicht ins Bett. Er liest ein Buch. Das ist nicht gut. Was soll ich ihn doch jetzt schon einziehen lassen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Die Woche ziehen wir noch durch. Was ist das hier? Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen. Komm, das machen wir jetzt direkt. Oh, er ist ja doch ganz süß, wa? Komm, den können wir. Guck mal, biet ihm doch eine Rose an. Mann, was ist er denn für einer? Aufreizend posieren. Na, mal gucken, ob ihm das gefällt. Ich glaube, der ist so ein Macho. Oh ja. Ich schon sagen, wir stehen sich angezogen zu fühlen. Lies dir jetzt nach. Ein paar Flirt-Tipps. Guck mal, dann können wir jetzt auch erst einen Kuss erleben machen. Oder was ist das hier? Jemand bitten. Feste Beziehung einzugehen. Na, meine Güte. So dicke. So sehr müde ich noch gar nicht. Oh, der erste Kuss. Oh. So, eigentlich ist das jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt. Und bitten, Freund zu sein, komm. Jetzt gehen wir richtig schnell voran. Und, bitte. Ja! Na, das läuft doch. So. Ist soeben ihr Freund geworden. Na, wunderbar. Dann. Guck mal, morgen werden wir befördert. Wir haben ein Badezimmer und einen Freund. Eigentlich eine erfolgreiche erste Woche. Und die sind genau gleich auf. Also ich würde jetzt sagen, da hören wir jetzt mal auf. Ja, da bin ich wieder. Jetzt habt ihr wieder mein Bild. Wir sind wieder im Jetzt. Ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wie gesagt, ab der nächsten Folge ist dann auch wieder die gewohnte Qualität da. Und mich freut es unglaublich, diese Serie jetzt zu spielen, weil ich auf eine Legacy-Serie schon, also auf eine Legacy-Challenge schon richtig Lust hätte. Vielleicht sollten wir auch nochmal auf die Regeln eingehen, aber das mache ich dann in der kommenden Folge einfach mal, dass wir da überhaupt mal einen Überblick haben. Ja, dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch so Lust auf diese Serie. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!